So, hallo, wir machen weiter bei Mario Maker 2 und wir haben wieder zwei Chosen-Level vor uns. Je nachdem, wie viel wir schaffen in einem Part. Das hier hat eine Schwierigkeit von 4 von 10. Deswegen bin ich guter Dinge, vielleicht auch das zweite Level noch zu sehen. Gucken wir mal, was hier kommt. Fast Fighting Floors. Wir müssen Gegner bekämpfen. Let's go. Ach so. Wow. Au. Da wollte ich mich gerade für den tollen Sprung loben. Dann mache ich so einen Blödsinn. So. Wenn es so scrollt, ne, dann ist... Teilweise ist es echt schwierig einzuschätzen, wie man springen muss. Das ist, das merkt man als Zuschauer merkt man das nicht so, aber als Spieler, das ist immer ganz interessant. Weil die Bewegung ist plötzlich ganz anders, wenn man steuert. Die Sprünge wirken anders, es fühlt sich einfach komplett anders an. Okay. Danke. Wie hätte ich denn die Blöcke jetzt da erkennen sollen? Darf ich nicht dann da unten landen? Ach so. Ja, geil. Das liebe ich ja, wenn die... Das liebe ich ja, wenn die Explosionen einen mitreißen. Na super. Dann sind da laute unsichtbare Blöcke, ja? Gut zu wissen. Aua. Oh Mann, wir hatten's vorhin und dann gehe ich in die Explosion rein. Das ist doch doof. Wir könnten schon längst weiter geguckt haben, was da noch so alles kommt. Aber nein. Ich muss ja doof sein. So, diesmal nicht. Okay, normale Sprünge. Ach du grüne Neune. Ja, habe ich mir gedacht. Oh boy. Reicht, okay. So. Okay, nein. Uah. Okay. Okay. Gut. Ich wollte halt jetzt, ich habe halt jetzt Angst gehabt, zu weit nach rechts zu laufen, weil mich dann die Explosion wieder reinreißt, dass ich nicht mal die Lücke reingekommen bin. Ach, Mann. So. Weil ich immer nie so gut abschätzen kann, wie
groß jetzt der Radius von dieser riesigen Bombe ist. Ich komme mir schon ein bisschen blöd vor gerade. Ah! Oh. Ich sag's einfach nicht. Ach man, was mache ich denn? Plop, plop. Plop. So, und jetzt kriege ich den hier. Und jetzt gehe ich da rein und passe ein bisschen auf. Okay. Ich hab... nicht gesehen, dass da Moles auf den Kumbas sind. Mist. Und dann werfen die ja alle. Oh Gott, das wird ja super unangenehm. Wir sollten noch mal über 4 von 10 reden. Komm her. Nicht dahin! Genau deswegen bin ich vorhin so abgebremst und dann halt gar nicht da reingekommen. Oh, das mit den Bomben ist so blöd. Zum Glück kann man hier immer wieder zwischenlanden. Und es ist nicht hier so eine Wand, dass man nicht zurück kann und man muss das alles auf einmal machen. Das wäre unangenehm. So. Ich muss da sofort irgendwie die Moles loswerden. Ganz, ganz flott. Oder ich versuche halt denen auszuweichen, den ersten Schüssen. Ich weiß nicht, ob das geht. Weil ich glaube, ich kann schon gar nicht mehr draufspringen, wenn die ihre Werkzeuge schon draußen haben, ne? Ich glaube, dann geht das schon gar nicht mehr. Weiß es nicht. Warum mache ich das gerade? Um zu zeigen, dass ich auch das kann. Okay, cool. So, aber wenn die jetzt werfen, ist halt... oh mein Gott. Treffer, aber mein Gott. Ich wollte gerade sagen, die treffen halt auch gar nicht. Okay. Okay. Wirf halt. Ich bin so unfähig. Ich hoffe, nach den Moles kommt wenigstens ein Checkpoint. Warum bin ich denn so unfähig, die Moles zu treffen? Es war ja nur noch einer jeweils übrig. Ich habe doch die Schweren schon weggehabt. God. God dang it. Ach, jetzt war ich ungeduldig. Oh, das ist ein Level, was keinen Spaß macht. Weil es halt wirklich immer exakt dasselbe ist. Thank you.
Und halt jedes Mal. Oh. Och nö. Wieso kommt der Mancher eigentlich nicht raus, wenn man die noch nicht besiegt hat? Was ist das für ein komischer. Wie funktioniert das denn? Der Mancher kommt erst raus, wenn alle Gegner weg sind, aber warum? Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Wie das getriggert wird. Sowas wie Sprite Limitations gibt es ja nicht, also. Mancher kommt erst raus, wenn die kaputt sind. Warum? Womit hängt das zusammen? Was sagt dem Mancher, er darf rauskommen und was verhindert's? Offensichtlich hat die Anwesenheit von einem Gegner, aber. Ha, interessant. Ah, boy. Das ist so ein Level, da spürt man richtig, wie die Zeit einfach nur vorbeigeht. Na? Das ist keine 4 von 10. Dagegen war das Power-Level ja echt schön. So. Also da hat mich hier nichts getroffen vorhin. Das war interessant. Hätte ich nicht mit gerechnet. Der trifft mich jetzt aber. Okay. Und der würde mich treffen. So. Nee, das war... Oh Gott, ich dachte gerade... Oh mein Gott, wohin? Uah. Okay. Jetzt warte ich halt immer, bis die hierher kommen. Dann dürfte da eigentlich nichts mehr... Oh. Himmel. So. Okay, weh, da kommt kein Checkpoint. Also jetzt darf ich es nicht verhauen. Den Sprung darf ich nicht verhauen. Als wie ein Checkpoint. Das ist kein Checkpoint. Oh boy, oh Bruder. Okay, okay, okay. Auch das ist in Ordnung. Okay. Weil wenn ich jetzt... Oh Gott. Oh, wenn ich da jetzt reingesprungen wäre, ich werde so durchgedreht. Ah, ich krieg keinen Checkpoint. Okay, alles gut. Nehme ich auch. Auch das nehme ich. Puh, aber es war kein... Hat jetzt mir nicht so viel Spaß gemacht, das Level, einfach weil... I don't know. Gucken wir mal hier rein. 6 von 10. Keep the pause on the sea... Oh nein. Oh nein. Das ist wieder so ein Power-Level. Short but challenging Level. Oh no. Keep Pow. Ah. Für die, die keine Beschreibung lesen und keine Beschreibung bekommen. Ja, habe ich schon verhauen jetzt. Ah, die fallen, sobald ich ein bisschen mich bewege, fallen die schon runter. Das ist ja nicht so cool. Muss ich die selber in die Mitte ziehen? Kann ich gar nicht. Nee, die sind ja da drüben. Ja, guck mal, der ist ja... Hä? Hä? What? Ach so, indem ich springe, verhindere ich, dass es sich zu sehr bewegt. Ah, okay. War erst komplett verwirrt, wie ich das machen soll, aber ja, okay, das ergibt Sinn. So kommt es nicht den Drall, den es bekommen würde, wenn ich da drauf stehen würde, einfach. Oh, Gottes Willen.
Okay. Eieieiei. Mal gucken, was bei Chosen Short ist. Short but challenging level. Ich bin halt schon wieder unfair. Aua! Reiß ich mir hier gleich den Kopfhörer aus dem Kopf. Aus dem Ohr. Aus dem Kopf. Der ist einfach eingepflanzt. Ah. Da darf ich nicht mehr rumhüpfen. Wenn ich da weiter rumhüpfe, mache ich Quatsch. Das darf ich da nicht machen. Bis dahin ist okay zu hüpfen, aber dann sollte ich es lassen. Wie kann man denn so viel Quatsch machen? Ich kann auch solche Sprünge machen, da bin ich. Die sind ein bisschen kleiner und besser zu kontrollieren. Nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen. Ich komme nicht höher als diesen Mist. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich stelle mich an. Ich merke das ja selber. Ich merke ja selber, dass ich Blödsinn mache. Müsst ihr mir nicht. Ich hab den Ding nicht mit. Oh. Gut, aber vielleicht kommen wir mal jetzt dazu, dass. Vielleicht gucken wir uns mal erstmal den Rest an. Das wäre doch erstmal jetzt eine Idee. Ich schaff's ja nicht mal ohne Pau. Mit Pau. Ohne Pau. Wie fährt denn der jetzt um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen? Ich bleib da in der Mitte. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, wir fahren jetzt hier rüber. Den muss ich jetzt doch bestimmt. Ach, wenn ich den nicht. Okay, den muss ich dann da rauswerfen, weil sonst kippt der mir. Sonst kippt er das Ding um. Okay. Und hier bleibt man einfach in der Mitte. Das klappt ganz gut. Und dann nehme ich, wie gesagt, den hier mit. Oh, jetzt hat's. Jetzt ist er trotzdem gekippt. Oh boy! Oh, man stirbt so schnell und es ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Oh, das war wieder selten dämlich. Aber ich behalte die Shell und schmeiß damit den Goomba ab. Das werde ich jetzt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal der Plan. Ich behalte die Shell und schmeiß damit den Goomba ab. Ich hoffe, ich muss am Ende da keinen Turm bauen oder so einen Scheiß. Sondern muss die behalten, weil die irgendwas hochschieben oder so, dann am Ende einfach nur.
Ey, das nervt mich. Muss doch hier nur die ganze Zeit stillstehen bleiben. Hier ist doch noch alles in Ordnung. Da muss ich doch noch überhaupt nicht großartig jonglieren. Guck mal, so. Muss nicht die ganze Zeit springen. Springen. Hier muss ich ja auch eigentlich noch nicht springen. Hier muss ich ein bisschen springen. So, und jetzt, wenn die Ding weg ist, könnte ich eigentlich in Ruhe einfach stehen bleiben. Aber nein, ich bin ja unfähig. So, jetzt kann ich eigentlich einfach stehen bleiben. Jetzt springen wir halt ein bisschen rum. Jetzt kann ich eigentlich wieder stehen bleiben. Warum bin ich denn so? Ah, der fährt rüber, das habe ich nicht bedacht. Scheiße. Das habe ich nicht realisiert, dass der da auch erst noch rüberfährt. Was das Werfen natürlich nochmal umständlicher macht. Leute, ich würde es gerade am liebsten einfach lassen. Nicht, das ist es nicht, das ist jetzt wirklich nicht die Schuld des Levels. Das nicht. Level ist okay. Ah, es ist einfach nur gerade wahnsinnig frustrierend, hier zu failen. Ach, Mick, komm. Ich dachte, ich kann da stehen. Falsch gedacht. Nein, jetzt bin ich schon wieder... Oh, ich mache schon wieder Schwachsinn hier. Menschenscanner. Da bleibe ich doch einfach stehen, haben wir doch gerade festgestellt. Da höre ich auf, rumzuhüpfen wie ein Blöder. So. Hier hüpfe ich kurz und jetzt kann ich auch aufhören zu hüpfen. So, da muss ich jetzt ein bisschen mehr rumhüpfen. Halt, damit wir nicht... Hier muss ich doch noch gar nicht springen. Mensch. Ah, der kippt. Ja, ist egal. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Da muss ich jetzt auch nicht rumhüpfen. Krieg's nicht hin? Bin zu unfähig, es tut mir leid.
Ich bin einfach zu unfähig. Ich bin doch vorhin auch da durchgekommen. Mann. Jeder kippt, ist aber egal. Ich komme halt nicht höher als diese blöde Schellstelle. Machen wir es mal wieder mit normalen Sprüngen. Ich glaube, die Drehsprünge sind ein bisschen suboptimal. Nicht sicher. Ja, ist egal. Ist egal, wir gucken. Ich müsste halt jetzt mit der Shell das immer weiter abwerfen, ne? Aber da kommt eine relativ große Fläche. Also ich habe da eigentlich auch genug Spielraum, um die Shell dann zu werfen. Und die wieder zu fangen. Ich würde halt gerne mal da hinkommen jetzt. Und zwar so, dass wir das auch spielen können. Aber ich sterbe ja immer vorher. Ach, leck. Ich will da hochkommen. Ich will da oben weitermachen, nicht immer wieder da unten neu anfangen. Will ich nicht. Oh, das kippt. Aber es geht noch. Alles gut. Alles gut. Nein, jetzt kippt's richtig. Na, ja, was soll's. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so gut gewesen. Ja, nehm ihn gar nicht mit. Ist in Ordnung. So. Okay. 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 Keine Ahnung, was jetzt alles kommt. Jetzt schicke ich den da rein. Okay. Keine Ahnung, was jetzt alles kommt. Das dreht sich schon wieder. Der fährt schon wieder. Oh mein Gott. Wie lang ist denn Short bei dir, Chosen? Short but challenging. Für mich ist Short da oben zu Ende. Nein, das kippt. Nein, es kippt. Ach, Mann. Jetzt können wir es eh lassen.
werde es nicht schaffen, glaube ich. Jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Ich will den Part auch nicht länger machen und ich werde es jetzt nicht im nächsten Part nochmal anfangen. Also letzter Versuch jetzt. Vielleicht kriegen wir zumindest nochmal den richtigen Versuch hin. Der bis da hochführt, das wäre schon mal... würde mir schon ganz gut gefallen. Ja, tschüss. Egal, wir können gucken, wie es weitergeht. Ja, können wir auch nicht. Dann nicht. Dann nicht. Wird mir zu langsam, ist der Part, I'm sorry. Vielleicht irgendwann mal, aber Chosen Level scheinen uns eher nicht Erfolg zu verschaffen. Das hier hat funktioniert, aber die meisten Chosen Level sind dann doch eher was für die weiße Fahne. Naja, na gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.